Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Sims Settlement 2 in Fallout 4. Survival-Modus. Piper fehlt noch ein Strumpfband zum Ding da am Bein. Seht ihr ja, sie hat da nur eins. Da fehlt noch eins. Gut, wir gehen jetzt in die Vault rein. Wie gesagt, ich werde nur die Sims Settlement Sachen hier drinnen machen. Den Rest werden wir in anderes Mal machen. Wenn ich die Questline von Sims Settlement 2 fertig habe. Vault 81. An die Leute hier unten habe ich ein paar Fragen. Schön für dich. Stehen bleiben. Vault 81 Sicherheitsdienst. Ich weiß nicht, wo du den funktionstüchtigen Pip-Boy her hast. Erklärung bitte. Ich hab ihn von Vault 111. Ich hab ihn aus Vault 111. Vault 111? Noch nie davon gehört. Ich hab Pech gehabt. Und was führt dich hierher nach 81? Auf der Durchreise. Ich bin auf der Durchreise. Ich wollte mich nur umsehen. Wirklich? Und das soll ich dir glauben? Oh, Aufseher. Wer ist das, Edwards? Ein Reisender aus dem Commonwealth. Keiner von unseren normalen Händlern. Nun, wenn jemand rein will, kann er es sich verdienen. So wie jeder andere auch. Dann übernehme ich jetzt das Reden. Tut mir leid. Offizier Edwards hat nur seine Pflicht getan. Ich bin mir sicher, dass du unsere Vorsicht verstehst. Neuankömmlingen schlagen wir gern ein Tauschgeschäft vor. Du hilfst uns, wir helfen dir. Okay. Aber ich bin auch ein Vault-Bewohner. Könnt ihr mich nicht reinlassen? Entschuldigung, bevor du kamst, hat sie gesagt, dass sie aus Vault 111 kommt. Und sie besitzt einen funktionierenden Pip-Boy. Ist das so? Ja. Ich werde es erlauben. Edwards, öffne die Tür und mach die Durchsage. Offizier Edwards und ich treffen dich am Eingang. Danke. Komm schon, Gwen. Meine Leute arbeiten seit Wochen doppelt so viel. Sie brauchen eine Pause. Alle arbeiten gerade sehr hart, Kerl. Denkst du, das weiß ich nicht? Gib einfach dein Bestes. Das ist alles, worum ich dich bitte. Gut, ich sehe, was ich tun kann. Aber wir wissen beide, dass wir nicht ewig so weitermachen können. Tut mir leid. Aber wie du bald sehen wirst, haben wir einige Wartungsprojekte am Laufen. Gwen McNamara, Aufseher. Willkommen in Vault 81. Wir haben noch nie einen Bewohner aus einem anderen Vault getroffen. Ist dieser Vault 111, von dem du sprichst, noch funktionstüchtig? Ja, das ist ein Grab. Er gleicht eher einem Friedhof. Es gibt kaum Überlebende. Himmel, das tut mir leid. Was ist dort geschehen? Sie hatten uns in Kapseln in einen Kälteschlaf versetzt. Aber es gab eine Fehlfunktion. Oh mein Gott, all diese Leben verloren wegen einer Fehlfunktion? Unfassbar. Ich denke, wir hatten Glück. Wir sind stolz, dass wir den Vault in den letzten beiden Jahrhunderten am Laufen halten konnten. Wir wären gern ganz unabhängig, aber es gibt gewisse Ressourcen, die wir nicht selber bereitstellen können. Beeindruckend, dass du den Vault so lange erfolgreich am Laufen gehalten hast. Danke, das habe ich dem Aufseher vor mir zu verdanken. Hier wären einige anderer Meinung. Sie glauben, dass es ein Fehler war, dem Commonwealth die Türen zu öffnen. Interaktion ist eine gute Sache. Das Commonwealth verbessert sich. Das habe ich auch gehört, aber der Weg ist noch sehr weit. Jetzt habe ich aber zu tun. Und was ist mit Ihrer Begleitung und dem Hund? Ich erlaube es. Der Sicherheitsdienst ist sowieso schon wachsam. Wenn sie lange im Commonwealth gelebt hat, hat sie sich ihre Freunde sicher gut ausgesucht. Wenn du noch was brauchst, findest du mich in meinem Büro. Da
Lass mich nicht bereuen, dich hier reingelassen zu haben. Not everyone gets a personal welcome from the overseer herself. Normally that's my job. I appreciate the hospitality. I can imagine. Being here must be a welcome reprieve after traipsing about the Commonwealth, anyway. Welcome to Vault 81. I'm Deputy Overseer Mansfield. If you've any questions or problems, please bring them to me. Otherwise, enjoy your time in the Vault. Ja, er ist halt jetzt von dem Settlement, Show Vigor Schematics. Can you take a look at these schematics? Oh, goody. More junk from the Commonwealth for me to examine. All right. Hand it over. I'll look. Oh, I know this device. It's the Vitamatic. The Vault's previous physician used it all the time. However, when Dr. Forsyth took over, he deemed the device too hazardous? Something about combustible tumors or some such. Is that why you're here? For the Vitamatic? If so, I'm afraid I'll have to disappoint you. Even if we no longer use the device, it's a rare piece of technology. I can't just hand it over to some unwashed outsider. Reach an agreement. Maybe we can reach an agreement. Perhaps if you were to perform a number of services for the Vault. You see, part of my job is making sure the Vault runs smoothly. This often means dealing with minor issues before they become a problem. If you've the wherewithal to solve a number of these issues, then I suppose I could justify giving you the Vitamatic as payment. Sounds fair. The first task I'd ask of you is rather mundane, but vital to the Vault's continued survival. You see, our Vault's reactors are kept running almost exclusively by a single robot, old Rusty. However, due to his poor maintenance, Rusty requires a lot of oil to stay operational. A lot of oil. If you could bring, say, 10 units of oil to old Rusty, that should ensure his continued operation, at least for a few months. Let's compromise. Surely there's room for compromise. You've got the temperament of an overseer. Very well. 4 units of oil. Your next task would be a little more hands-on. Recently, the Vault has been having some issues with its water supply. We've had to run the pumps at full power just to draw in enough water. And the water we do get is of questionable quality. I'd need you to check the intake pipe at the nearby reservoir. See if anything's blocking the water flow, and if it is, clear it. You may have to get a bit wet. If you manage to solve the issue, fine and speak to Catelyn. She deals with the Vault's plumbing. I'm on it. Clean water coming up. I'll believe it when I see it. If you do succeed, I'll have one more task for you. Finish that and the Vitamatic will be yours. Off you go. Hey Leute, Berichten zufolge wurde im Nordwesten eine neue Siedlung gegründet. Ist das da dein Pip-Boy? Ich hoffe mal ja. Ja. Enjoying Vault 81, I trust? Keine Anzeichen von Strahlung. Hey, Ashes, was machst du denn hier oben? Ashes, wo willst du hin? Ash! Verdammt, das wird Aaron nicht gefallen. Okay. Wir sollen mit Catelyn reden? Wir haben Hunger. Hey
Hey Miss, bist du wirklich aus dem Commonwealth? Ja, bin ich. Ja, das bin ich. Wusste ich's doch. Hey, ich kann dir den Vault zeigen, wenn du magst. Kostet nur 5 Kronkorken. Das ist nicht nötig. Ich finde mich selbst zurecht. Oh, Spielverderber. Oh, da. Okay, you must be the outsider. I'm Catelyn, the vault's plumber. Or at least the closest thing 81 has to a plumber. Okay. I don't suppose Mansfield sent you here. I've been bugging him for weeks now to get someone on the water situation. Here to help. Yeah, I'm here to help. Oh, good. It's about time someone did something. The vault's residents have started to complain about the water, and I don't know what to tell them. The water? Recently, the water pressure from the vault's intake line dropped. That's not a huge deal, it happens now and again. Usually, we just compensate by increasing power to the pumps. Then, when a work team's free, we send them out to clear any blockages. But this is the 5th time the pressure's dropped in the last few days. I don't know what keeps causing it, and all the work teams are busy. We do have water in storage tanks, but if we can't get the water pressure back up, we'll be emptying the tanks faster than we can fill them. So, tell me about him. Mansfield? He's a decent enough sort, but he does rub some residents the wrong way. People say he's a pencil-pushing worrywart. But when we first opened the vault, he was one of the first out to explore the wastes. I don't know, that seemed kind of brave to me. Although he was also the first to come back. I don't think he liked what he found out there. Since then, it seems like he's always butting heads with Overseer McNamara. Some say he's after her job. Yeah, I'm here to help. Oh, good. It's about time someone did something. The vault's residents have started to complain about the water, and I don't know what to tell them. I've got to get going. Okay, bye. Okay. Found bite holes in a pipe the other day. Don't want to even think about how they got there. Wir gehen. Hey, ganz kurz noch. Wie geht's? Ich bin Piper. Ich brauche mehr Samen. Also fühlen sich die Leute hier unten sicher, trotz des Irrsinns, der über ihren Köpfen vor sich geht? Was passiert da oben denn? Duki. Hallo Piper. Aarons Katze ist irgendwie aus dem Vault entkommen. Draußen im Commonwealth wird sie wohl nicht lange überleben. Mhm. Das ist mir jetzt so ziemlich wurscht, weil ich will jetzt raus hier. Was? Dr. Forsyth möchte dich sehen, wenn du kurz Zeit hast. Nein, ich habe keine Zeit. Ich verlasse den Vault wieder. Das machen wir ein anderes Mal. So. Wo müssen wir denn da hin wegen Wasser? Da unten, wo wir waren, gerade am Fluss da. Schauen wir mal. Sieht's aus. Viel Öl. Gehen wir langsamer raus hier? Ich glaube nicht, dass wir sonderlich hübsche Kuchen abgeben. Port.
Nichts im Schrank, nichts drin. Dann wieder zurück. Bei Gott sei Dank eine kurze Mission. Jetzt müssen wir nur gucken, wo wir Öl noch herkriegen. Weil, ja, ich weiß, ich meine, Century hätten wir Öl gekauft. Ich hoffe mal, dass dieser Pip-Boy da hier gehört. Netter Pip-Boy. Geht zu Alexis, wenn er mal Zicken macht. Sie repariert ihn hier. Katie Finn ist hier in 81 die Lehrerin. Schau mal in ihrem Unterricht vorbei. Sie schätzt die Erzählungen der Leute von draußen. Mhm. Nächstes Mal. Nein, aber ich meine, ich hätte die Mod better set, dass sie auch cleaner Face haben. Oder habe ich das deinstalliert? Kann auch sein. So, wo ist Madame Pompadour? Sie ist, glaube ich, hier unten wieder. Da. Hello again. Here to talk about our water problems? Clear through pipe. You should have plenty of clean water now. Was that you who cleared the water intake? I noticed the pressure's back to normal. I'm glad someone was able to do something. The water may still have a strange taste, but at least now we won't run out of it. Here, take this. I'm sure Mansfield's already paying you, but I want to give you a personal thank you. Okay. Well, hello. Das ist Schrott. Verdammt nochmal! Da muss wahrscheinlich der ganze Leitungskanal ausgetauscht werden. Muss ein hartes Leben sein da draußen. Hast du Öl? Das aus dem Commonwealth? Gwen hat mir von dir erzählt. Immer schön, hier ein neues Gesicht zu sehen. Ja, danke. Schön hast du es hier. Oh, danke. Mark und ich versuchen, den Laden auf Vordermann zu halten. Wir nennen ihn das Sunshine Diner. Sag mir, wenn du Proviant für deine Reisen brauchst oder einfach nur Hunger hast. Unsere Karte ist nicht so exotisch wie das Commonwealth, aber sie erfüllt ihren Zweck. Ja, dann lass mal sehen, was du so hast. Du findest sicher was. Nein. Gibt's hier noch einen Laden? Ja. Wenn du Handel treiben möchtest, solltest du ins Versorgungslager gehen. Alexis hat so ziemlich alles, was man braucht. Wo habe ich denn jetzt die Schrauben hingelegt? Okay, Versorgungslager. Barbier? Sowieso? Pass auf dich auf, Besuch von draußen. Du hast Mumm, den Pip-Boy da im Commonwealth zu tragen. Kaum zu glauben, dass der den noch keiner klauen wollte. Elevator, Depot. Was? Nix. Ich gucke. Ich habe es satt, wenn Werkzeug kaputt geht. Weiß das Zeug denn nicht, dass Arbeit wartet? Wenn du einen Arzt brauchst, findest du Forsythe auf mich und Rachel unten schon im Sanitätszentrum. Wieder? Aber ich brauche hier deine Hilfe. Hi, unser Besuch aus dem Commonwealth. Willkommen im Versorgungslager. Ich bitte dich, du hast meine Hilfe seit Jahren nicht gebraucht. Unordnung. Was ich habe derzeit einfach keine Zeit warten. Zum Aufräumen. Ist mir nicht mal aufgefallen. Danke, sehr höflich. Lass es mich wissen, wenn ich dir mit etwas helfen kann. Ich habe hier von allem ein wenig rumliegen. Da man mit Sachen zu tun hat, die über 200 Jahre alt sind, ertrinkt man recht schnell in Arbeit. Es gibt Tage, da würde man am liebsten gar nicht erst aufstehen. Aber das interessiert dich sicher nicht. Möchtest du dir mein Angebot vielleicht mal ansehen?
Ja. Ich würde vielleicht was kaufen oder verkaufen. Toll, ich habe hier alles Mögliche rumliegen. Ja, ich möchte das auch. Sag bitte, du hast Öl. Öl, bitte Öl, 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 Öl. Ich sag kein Öl. Ich will die Waffe haben. Habe ich verkauft? Bin ich bescheuert? Zurückkommen. Ja. Jetzt weiß ich nicht, ob das reicht. Nimm dich auf den Keks, Alexis. Aber ich glaube nicht, wir brauchen pur Öl, ne? Wenn du was essen willst, solltest du zu Maria gehen. Sie führt das Sunshine-Dinner im Atrium. Ich würde gerne noch eine Stufe runtergeben. Das gäbe ich nicht für ein wenig Freizeit. Komme ich denn noch weiter runter? Verdammt. Die arme Erin. Ihre Katze ist ins Commonwealth davongelaufen. Ja, kann ich mir jetzt auch nicht hören. Keine Ahnung, was du willst, aber vergiss es. Im Moment habe ich keine Zeit. Ich will von dir doch nichts. Wer bist denn du? Pass auf wegen der Wartungsarbeiten. Die hören hier nie auf. Hoffentlich zickt 81 jetzt mal eine Weile nicht rum, damit wir hier eine anständige Pause bekommen. Nein. Ich muss runter. Calvin kann immer neues Werkzeug gebrauchen. Bezahlt wohl auch gut dafür. Echt? Ich habe jetzt kein Werkzeug dabei. Aber danke, muss ich mir merken. Wie kommen wir denn da hin? Ich bin überfragt. Pass auf dich auf, gute Frau. Ja? Nee, da geht's ja wieder hoch, geht's ja wieder raus. Was? Ah, hello again. Is there anything I can help you with? Ja, wie komme ich zum Roboter? Maschine. Another beautiful day in the vault. Ah, ich muss mit dem Aufzug runter. Ist das da dein Pip-Boy? Ich hoffe, ja. Ist meiner. Selbst installiert. Okay, die Mod gehört nicht mehr, aber... So, wir müssen runter.
gehört, dass heute ein Händler vorbeigeschaut hat. Wenn du zurückgehst. Ich hab keine Zeit. Pass auf. Ach, vielleicht hier entlang. Das sieht gut aus. Macht dein Pip-Boy auch ab und zu zicken? Meiner macht mir in letzter Zeit echt Sorgen. Du kommst aus dem Commonwealth, nicht wahr? Du bist also der Grund dafür, dass wir jetzt Doppelschichten schieben müssen. In du sagst, gibt es immer was zu arbeiten. Ich finde nicht, wo ich hin soll. Nein, da ist der Arzt drin, ne? Pass auf, was du tust. Ich such doch nur euren blöden Dings da. Classroom? Ne, wollen wir auch nicht jetzt. Ich war schon in der Richtung richtig. Ich suche mir hier wieder. Was doch nicht. Ich hasse es. Ah, hier. Reaktor. Hey, all rusty. How can I assist you? Warning. Overdue for maintenance. Pardon me. Is something wrong? I'm a bit on the blink, I'm afraid. Here. Yeah, this will make you feel better. Oh, thank you, Mom. You are most considerate. Nothing like getting the oil flowing, eh? Rusty, kann ich dich nicht reparieren? Hey, alter Rusty. Bitte richten Sie sämtliche Wartungsanfragen an Mr. DeLuca. Sie werden in chronologischer Reihenfolge bearbeitet. Okay. Hey, unser Besuch von draußen. Ja, ja. Meine Hände zittern schon. Mach's gut. Auf Wiedersehen. Hybridisierung. Da muss ein Fehler in der Hybridisierung sein. Wir werden auf jeden Fall nochmal hierher zurückkehren. Ich glaube, das ist eins mit der ersten Sachen, die wir machen werden. Nach dem Settlement. Uns nochmal mit allen Leuten unterhalten. So. Ich will keinen Ärger in 81. Was? Wo ist der denn? Ja? Nix. So. Ich möchte nichts Negatives über dich hören, verstanden? I've been hearing good things about you. Old Rusty is running at peak efficiency. And the vault's water problems have been solved. I didn't expect such competence from a wastelander. I must say, I'm pleasantly surprised.
Glad to help. I'm glad I was able to help. And helped you have. Now that you've demonstrated your ability to get a job done, I feel I can entrust you with something more important. If you complete this last task, I'll be happy to reward you with the Vitamatic. Yeah, it's Emma. Just tell me what you need done. Ever since we opened the vault, our safety has been of chief concern. We routinely send out security patrols. But recently, one such patrol has yet to report in. She's not yet overdue, but still, I'm concerned. A mercenary crew resides in the area. She was sent to scout. And they've caused trouble for us before. What I'd ask is that you find our wayward patrol and bring her safely back to the vault. Warum? Why are you so worried about her? Because the individual sent on this patrol is my sister. Oh. Don't get me wrong. She's more than capable of fending for herself, but as an older brother, I worry. Do you know where I can find her? Yes. Her patrol route was between here and Forest Grove Marsh, so she's most likely still there. But with the mercenaries recently claiming that area, she may be in trouble. Hopefully I'm just worrying over nothing, but if you do decide to do this, I'd advise caution. Don't worry, I'll find her. Ah, good. Once you've found our missing patrol, report back to me. And the Vitamatic is yours. Good luck. Ach, ich dachte nur Öl bringen und dann hätten wir es. Jetzt müssen wir wieder raus. I don't know how you do it. Living out there. Während meiner Schicht gab es noch nie einen Vorfall. Und das sollte sich auch heute nicht ändern. Mhm. Gut, ich würde aber sagen, ich beende draußen im Park. Das Gute ist, wir können dort schlafen. Ich werde jetzt noch auf die Schnelle etwas essen. Ja. Dann schlafe ich zum Speichern. Was wir machen können. Kurz ist ja mal so ein Zeltlager auf. Nein, das lassen wir erstmal. So. Etwas essen. Gut. Und ab ins Bettchen da. Und ich bedanke mich fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentar, Tipps und Tricks wie immer. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und im nächsten Part geht es dann weiter. Bis dahin. Adios.